Herzlich willkommen zur 12. Folge Simotrans mit dem Felix. Wir hätten ruhig nochmal 7 bis 8 Stunden zwischen den Folgen warten können. Dann hätte ich vielleicht wenigstens irgendwas an Entwicklung gehabt, aber naja. So, wann holst du deine 500 Leute ab, die zu dir wollen? Es ist aktuell noch kein Zug unterwegs zu dir. Achso, na dann. Aber gleich. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es gleich losgeht. Okay. Vielleicht. Vielleicht ein bisschen später. Na dann. Ich arbeite dran. Immerhin. Das Schöne ist ja, dass du sowohl bei Post als auch bei Passagier nicht hinterherkommst und es nicht nur so wenigstens ist, dass es nur eins von beiden ist. Wobei ich traurigerweise zugeben muss, dass es bei mir bei Passagier nicht unbedingt gerade 100% viel besser aussieht. Wegen dem Fakt ja, dass ich im Wieso komme ich Übersicht nicht hinterher? sind 470 Leute drin. Und mit Post sind auch Ja. 118 drin. Ja, das ist ein Postzug von meinen. Gut, bei Passagieren sieht die ganze Geschichte schon ein bisschen anders aus. Das wären so 3 oder 4 Züge. Post ist Aber ja ich aber auch sage sowieso Kacke, also. mal. Ja, und du musst es halt machen für die Stadt. Dings. Das heißt, da dauert es halt, also. Post eigentlich unter 2000 Einwohner lohnt sich eigentlich nicht anzufangen, aber du brauchst Zeit für die Entwicklung. Das ist halt das Problem. Ja, ich würde dir gerne mal einen Zug losschicken, aber irgendwie kann ich dir noch keinen Zug losschicken. 483 sagst du. Ey, 483 drin. Wären 3 Züge. Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wo das Problem bei deinem Ding ist, weil du hast locker 4000 Passagiere gefühlt in allen Dingern zusammengefühlt stehen. Weil meine Züge gerade der Meinung waren, beim Umstellen, dass sie unten über den Zentralbahnhof fahren mussten, anstatt direkt in die Städte reinzufahren. Ja, das ist ja aber deine Schuld, wer auch mal das eingestellt hat. Das hat jetzt halt mich ungefähr 2 Jahre gekostet. Deswegen hat sich jetzt ein bisschen was angestaut hier. Merke ich. So, hopp, jetzt alle los da. Hast doch genug. Füll dich auf. Hat er doch schon. Also, mir sind da noch 200 Sachen drin, aber die sollen noch Salzgitter und so weg. Das ist ja das Tolle. Das ist ja das Nebenproblem, dass die bei dir in sich ja auch noch hin und her die Sachen schieben. Das heißt, es geht ja nicht mal ein großer Teil davon weg, sondern nur ein bestimmter Teil. Und dann hast du ja das Problem, dass der Bahnhof so nah dran steht, dass du ja schon die Kreuzung nicht eine normale Kreuzung ist, sondern dass du damit Ausweissignalen das machst. Richtig, Dass aber die sehr, dafür. sehr interessant fahren. Normalerweise sollten sie erst von oben auch reinfahren dürfen, eigentlich. Ja, nicht, Ach wenn so, nee, der wenn. nach da oben nur Ja. kann, weil oben nur zwei Gleise frei sind. Aber das ändert nichts daran, dass er eine sehr interessante Fahrstrecke hat. Naja, welcher ist das? Das ist jetzt Sylt und Engelsen, der von da kommt. Mit welchen Zügen fährst denn du preußische S1, ne? Ja, mit den 90ern. Ich mache ja noch sogar Sparmaßnahmen bei mir, ne? Ich fahre mit den bayerischen D6, die 45 km/h noch fahren, ne? Ja, bei mir fahren sie jetzt mittlerweile auf 60. Ich bin jetzt gleich am Überlegen, ob ich auf 90 umstelle, aber dann muss ich die Person und Post trennen. Oh, guck mal, Post fährt los. Person fährt auch erst los. Ja, also ich habe bei mir ist halt auf die, weil das ist der günstigste Zug und der kriegt auch ganz schön viel dafür gezogen eigentlich, zumindest von den Waggons so her. Ich meine, da habe ich jetzt
hinter denen bisher schon 5 Waggons gehangen und der fährt immer noch mit seinen 45 hier rum. Also, Jo. das klingt nicht so schlecht. Das Problem ist bloß, dass du selbst dir nicht nur einen Arsch trittst, damit dass du da hier deine Züge, was weiß ich, wohin fahren lassen hast, sondern mir auch einen Arsch trittst damit. Ja, du wirst jetzt aber gleich Spaß haben. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Wird halt aber auch wieder so ein du baust mal ab und dann darf ich gucken, so ungefähr werden, vermutlich. Das Problem ist, ja, mal gucken, ob ich das überhaupt abbauen kann. Und das sieht zumindest so aus, als ob sich das abbaut. Und das sieht so aus, als ob sich das aufbaut. Und das sieht auch so aus, als ob sich das aufbaut. Ja, am Abwarten, ne? Ja, genau, deswegen, ich muss mal gucken. Aber ich denke mal bei dir, dass du nach Flensburg und Neumünster, da wirst du mit Sicherheit auch gleich noch ein bisschen Ja, dich aber ausbauen ich dürfen. werde auch einen 5er Zug vermutlich machen dürfen, aber es war bisher noch nicht nötig, also habe ich es erstmal gelassen. Zumindest steht da in den Bahnhöfen halt noch nicht so viel, oder stand bis gerade eben noch nicht so viel, aber in Flensburg ist jetzt inzwischen auch einigermaßen was reingestellt worden. Ist doch schön. Geht, ne? Aber guck mal, du hast jetzt 125 Säcke Post da. Das ist genau ein Zug. Das passt sich doch schon mal perfekt. Und der Zug kommt ja auch. So, von den 515 Leuten, die da stehen, baue ich jetzt auch 380 gleich ab, wenn die Züge unten angekommen sind. Das Traurige ist, in Neumünster habe ich den Zug schon ausgebaut. Auf was hast du denn jetzt? Also das letzte, was ich gerade eben hatte, waren 190 und jetzt habe ich ihn ausgebaut auf irgendwas über 200. Oh. 266. Okay. Allerdings glaube ich, dass es jetzt 266 wird zu groß sein, aber sorgt halt wenigstens dafür, dass der nicht voll läuft, der Bahnhof erstmal. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diesen Bahnhof super irritierend finde, sich anzugucken. Also den wir beim Zustandsding haben, so. Weil das so aussieht, hey, wir haben nur 4 Gleise, so. Wenn man genauer hinguckt, merkt man aber erst, dass es 6 sind, so irgendwie so. Das sah zumindest gerade eben für mich aus. Weil man das eine Gleis, das oben ist, immer total schlecht sieht. Aber ich weiß nicht mal, wie ich denn auf 4 gekommen bin, aber das ist eine andere Sache, ne? Ja, das irritiert mit den Bahnhöfen irgendwie so ein bisschen. Richtig. 640 Leute schon zu dir, aber Flensburg ist jetzt auch richtig hier am Gas geben. Ja, 184 Flensburg, das ist doch schon fast mehr als bei mir stehen. Also von daher, was meckerst du? Ich finde, das sieht gut aus. Ich meine, so lohnt sich das mal wenigstens da vorbeizufahren. Ja, aber es ist halt Kacke für mich. Also ich bin halt immer noch im Minus vom Betriebsgewinn und wäre vermutlich, wenn deine Sachen normal gefahren wären, im Plus. Und beziehungsweise ist es auch dadurch, dass deine Sachen nicht fahren, total schlecht oder scheiße, größere Züge hinzusetzen. Weil ich im Endeffekt hauptsächlich eigentlich gerade nur meine Sachen hin und her schicke und deine reinstapel. Dadurch kann ich aber total schlecht einschätzen, ob jetzt die Kapazität reicht oder ob ich größere brauche, aber ich brauche vermutlich wieder größere. Aber es ist halt dadurch, dass ich es nicht weiß, total schlecht einzuschätzen.
Wenn bei Flensburg sich das Ding schon mittlerweile innerhalb von 2 Monaten von 120 auf 180 hochgestapelt hat, dann weißt du, da fehlt irgendwas, oder? Ja, aber es ist ja in Flensburg drinne. Das heißt aber, die fahren ja teilweise fast leer zurück. Ich meine, der eine nimmt jetzt statt von 190 Sachen nach Kiel nimmt der 63 mit, weil ich mehr aus den anderen Städten halt nicht bekomme. Aber wenn ich das von dir mitbekommen würde, würde ich aus 6 weiteren Städten das bekommen. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der mit, was weiß ich, Richtung 100, 150 fährt, schon mal deutlich näher zumindest. Ja, du bekommst jetzt was. Ja, es bringt mir aber diesen Monat ja nichts mehr. Diesen Monat nicht. Diesen Monat bin ich auch mal wieder bei 10.000 minus. Nicht bei 3000 aktuell, aber es sollte sich noch ein bisschen ausgleichen, einigermaßen noch. Kommen ja noch ein paar Sachen an. Ich muss ja noch die 10.000 Instandhaltungen ausgleichen, so ungefähr. Plus die 26.000 Betriebskosten, die noch ein bisschen höher werden, vermutlich bis auf knapp unter 30. Okay. Aber Post reicht gefühlt von überall aus mit so einem Zwei-Waggon-Ding zu fahren. Vermutlich sind selbst die zwei Waggons schon zu viel teilweise. Ich meine, der fährt mit 10 Säcken drinne aktuell, aber das wird sich halt wieder einpendeln, wenn du jetzt dein Ding da alles ankommt. Also ich fahre aus den Städten mittlerweile mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen, 4 Post. 228 Passagiere, 100 Post. Ja, und ich Und habe auch. aus jeder einzelnen Stadt fahre ich mit 50 aktuell. Okay, na An gut, das reicht Post. ja. Das sieht doch ganz gut aus schon mal. Ich sehe schon, wir kriegen dann irgendwann relativ schnell auf einmal urplötzlich wieder den Spawn dann. Und dann denken wir uns wieder, Ja, genau, vor allem dann von Geld? 8 Stücken. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich wieder 10 Städte oder 10 Spawns auf einen Schlag. Deshalb wollte ich mir eigentlich relativ viel Zeit lassen mit den meisten Sachen, mit den Städten spawnen. Da hättest du aber immer, weiß ich, pro Jahr eine Stadt oder sowas machen müssen. Naja, ich habe mir deutlich mehr Zeit gelassen als du dir, also. Aber trotzdem sind meine Städte teilweise vor deinen, die ich jetzt neu gespawnt habe. Zumindest ist Rostock davor, weil da halt die große Kirche drin steht. Aber es geht ja teilweise echt gar nicht bei dir mit Post, zum Beispiel in Sölde, wegen dieser Riesenkirche, die du hast, ne? Ja, das Komische ist, aber guck mal, in Salzgitter habe ich auch die Kirche. In Salzgitter fahre ich mit einem Postwagen. In Sölde fahre ich mittlerweile mit 22er Postwagen. Ja. Aber das war mal 150 Post mit zwei Postwagen. Habe ich jetzt abgebaut, mittlerweile auf 108 Säcke Post. Also es ist in Ordnung, es wird gleich besser. Ich bin da recht zuversichtlich. Ich hoffe jetzt nur, dass mal irgendwann jetzt mal die ersten Züge ankommen. Ja. Also nächsten Monat gibt es ordentlich Kohle. So, 1300 auf 1200, das ist deutlich weniger geworden. 700 auf 400, das ist deutlich weniger geworden. 600 auf 900. Okay. Das scheint mehr geworden zu sein. So, Bei sind die. Instandhaltungskosten sind aber keine Kosten für Fahrzeuge drin, oder? Das ist nur Betriebskosten oder brauchen die Fahrzeuge auch Instandhaltung? Das kostet ja nur. Instandhaltung ist nur Gebäude, Schienen, Signale, sonst irgendwas. Gut, ja. Betriebskosten ist alles das, was bei den, von den Fahrzeugen mit reinzählt. Ja, war jetzt ja die Frage, ob dann kann man nicht da sogar theoretisch gesehen, wenn ich jetzt einfach zeitweise nichts mehr baue, sehen, wie das immer niedriger wird, die Instandhaltung, dadurch, dass mir Straßen abgekauft werden. Weil es ist Genau. jetzt alleine schon um 16 Cent runtergegangen, sage und schreibe in einem Monat. Bei Krass, mir ne? jetzt von 3.200, von 3.842 auf 3.800, nee, von 3.842,44 auf 3.842,00. Wow. Und dann denke ich, gucke ich mir das bei mir an und denke mir, 10.000 irgendwas. Ist aber immer noch niedrig im Vergleich zu dem, was wir bei dem Vorspiel schon davor hatten. Ja, was war das? 1 Million? Nee, nicht ganz, aber 300, 400.000 definitiv. Locker, ja.
Das war da schon hart teilweise. Ja, kannst du von ausgehen. Bei Post, ich bin überall noch auf Platz 1, ey. Passagiere und Postpersonen Bahnhof, ja. Katastrophe. Was ist in Neumünster passiert? Ein Wachstum von minus 0,5? Ich denke mal ein neues Gebäude oder ein Gebäude wird abgegradet. Ich habe zumindest nichts abgerissen, sagen wir es mal so. Jo, dann hat aber die Stadt eins abgerissen. Ja, und dafür sind Also kein Bock mehr auf dich. vermutlich. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Zumindest einigermaßen, ja. Ja, ich habe schon mal von 700 Leuten auf 470 Leute abgebaut. Das ist doch schon mal in Ordnung. Das Problem ist, es ist total schwer einzuschätzen, was sich auf die Personenzüge an Kapazitäten draufpacken muss. Weil deine Ja. Züge kommen halt so unregelmäßig an. Das ist genauso wie bei dem anderen Spielstand, wo dann eine S-Bahn ankam. Du dann deine 4000 Leute da reingeklatscht hast, so gefühlt. Oder dann warst du relativ genau. Und dann das erstmal mehrere Stunden wieder das alles abbauen musste. Aber es im Normalfall immer einigermaßen gepasst hat. Aber du konntest es halt trotzdem schlecht einschätzen, ob jetzt der Innenstadtverkehr reicht, um das wegzutransportieren oder nicht. Weil es halt super Ja. schlecht daraus ablesbar war, so ungefähr. Richtig. Richtig, richtig. Hildesheim S2. Hier muss ich mir mal angucken. Okay, ihr beide und tschüss. Euch brauche ich nicht mehr. Ja, die Frage ist halt, 575 Leute. Das ist halt verdammt schwierig abzuschätzen gerade. Richtig. 575 Leute. Vor allem, ich kann aber auch nicht mit den Schnelleren dahin fahren, weil wir keine 90er bzw. 100er für Post haben. Auch richtig, ja. Deswegen müsst ihr entweder zwei Linien komplett runtersetzen.
Das Ganze wäre deutlich einfacher einzuschätzen, wenn man die wirklich an beiden Dingern vollladen würde jetzt. Theoretisch gesehen immer. Ja, definitiv. Beziehungsweise, wenn halt immer permanent sozusagen die gleiche Menge da ist, sozusagen, und nicht auf einmal ein riesen Schub kommt und dann Ewigkeiten halt nichts. Gut, ich fahre jetzt aktuell ja mit vier noch 190er Zügen fahre ich zu dir. Ja, aber wenn nicht einer direkt rausfährt, wenn einer reinkommt, sozusagen, dass eigentlich im besten Fall gar nichts da steht, sozusagen. Es ist Richtig. halt. Und im Moment fahren halt ja vier Leute oder bzw. drei von vier Fahrzeugen fahren. Du hast aber gefühlt, da steht so viel mehr Probleme als ich irgendwie gefühlt, wegen dem einen Fehler und so. Und noch ein, Ja, zwei vielleicht Stationen. Problem. Naja. Leer sind die Stationen auf jeden Fall alle Male nicht. Und das ist aber auch so Wieso? gut wie jeder Stadt. Naja, Hildesheim-Florentinerstraße. Ist aktuell das Problem, weil ich da gerade die S-Bahn umgestellt habe. Dann Rosewaldstraße ist ein bisschen Post, aber das wäre mein Gefühl schon immer teilweise zu viel. Dann halt Hannover-Bergersonstraße, Sölde-Kirche St. Marien. Oh, Hohenengelsen funktioniert mal sogar. Für deine Ja, Verhältnisse zumindest. Kirche St. Marien ist auch fast alles abgearbeitet. Also Ich ich habe ja denke mal keine 2-3 vorherigen Minuten. Werte. Vorheriger Wert 190 Post dort. Immerhin. Jetzt nur 83, passt. So, Florentinerstraße, 75 Personen. Es ist eine S-Bahn und die kommt gerade. Dann ist das auch wieder abgearbeitet. So, 920, 566, das baut sich auch alles soweit ab. Ja. Gut. Also alle meine Züge, was Personen betrifft, sind unterwegs und fahren. Ja. Und ich habe jetzt hier sogar noch 47 stehen. Das Problem ist halt aber, das ist jetzt wieder Abbau von Überschuss, den du hattest. So, die Bahnhöfe werden ja ein Ticken leerer werden, oder nicht? Nee, sie werden voller. Ich muss da nur neue Züge bauen. Jetzt for real? Eigentlich jetzt. Ja. Weil ich war eben schon mal hier auf 900, mittlerweile bin ich jetzt wieder auf 1100. Der Zug ist aber gerade erst aus dem Zentralbahnhof losgefahren. Das heißt, das wird da wahrscheinlich auf 1300 gehen. Da waren es vorher 900, sind wir jetzt bei 936. Der Zug ist bei weitem noch nicht unterwegs. Also, ja, toll. Gibt es eigentlich irgendeinen plausiblen Grund, warum du nicht dein Schema mit 6 Platz zwischen den Städten behalten hast und dann nach 4 Städten auf einmal nur noch 2 machst? Ja. Warum? Weil das Schema 6 Platz dazwischen ist, da kommt dann jetzt eine Personenlinie rein, wie jetzt hier auch.
Ja. Und da kommt dann noch die Frachtlinie rein, die in die Städte reingeht. Und das brauche ich ja da nicht, weil ich brauche es immer nur links und rechts. Saarstedt als Gitter, da dann halt von Engelsen, Ja, man muss doch mal ein Söhle. Schema hier beibehalten, ey. Oh. Das wirst du sehen, wenn die nächsten Dings da sind. Na, dann siehst du das Schema. Ich weiß, was das Schema ist. Ich habe es nicht verstanden. Aber das ist ja hier nicht synchron spiegelbar. Wobei es ist spiegelbar, aber das muss ja nicht jeder wissen. Was ist denn los da jetzt hier? Keine Post mehr für mich da oder was? Nö. Oh, ich brauche Post. Schreib noch ein bisschen was. Das ist doch was, 7 Säcke. Das sehe ich noch nicht mehr, aber das ist noch nicht mal mehr hier in meinem. Ich weiß, ich musste auch einigermaßen scrollen, bis ich da war. Oh, Kiel holt dich auf! Kiel holt dich auf! Geh mal ein bisschen Gas in Hildesheim, sonst überhole ich dich wieder. Warum holt ich dich eigentlich auf? Es gibt keinen plausiblen Grund, warum ich dich auch anhole, oder? In Hildesheim. Keine Ahnung, ja, kann man im Moment noch nicht sehen. Müssen wir jetzt im Jahresende abwarten, dass dann halt wieder die vernünftigen Wachstumszahlen da stehen. Aber Rostock ist gerade richtig übel mit 12,1 Wachstum. Ja, und Hildesheim mit 65, aber dass ich an dem Sitz den gebaut hast. Das war vorhin Richtig, bei das 200 ist. irgendwas. Na, 303 war das Höchste. Deswegen, das ist halt noch kein ausschlaggebender Punkt. Naja, aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.